Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gambit. Ich spiele heute mal wieder World of Tanks, denn es ist Wochenende. Für mich ist noch Samstag, wenn ihr das Video seht, es ist Sonntag. Und ich habe gerade den Amerikaner gespielt und den Briten Plastoid. Die mal zwei Sterne sind hier schon weg, deswegen werde ich jetzt ein anderer nehmen, beziehungsweise zwei oder drei andere, weil ich spiele ja drei Runden. Wenn ich alle drei Runden gewinnen sollte, werde ich natürlich drei verschiedene nehmen. Ist leider nicht immer so der Fall. Aber wir schauen mal. Ich würde mal sagen, wir fangen hier mit den Kleinsten an, mit den Franzosen. Und los. Geht los, die erste Runde. Ich habe hier einen schweren Panzer, einen schnellen schweren Panzer. Nein, okay, schnell, 21 km/h, doch schon schnell, würde ich sagen. Mit dem schweren Panzer fahre ich immer direkt zu den Flaggen. Ich möchte halt dort in den Flaggen dann stehen. Die Wir haben sie böse erwischt. Gegner alle sozusagen locken. Panzerung nicht durchschlagen. Irgendwann müssen sie ja mal hier runterkommen. Und wer kommt zuerst hier runter? Links neben mir Schneider. Wir haben sie. Wenn die jetzt nicht langsam runterkommen, haben wir gewonnen. Wir haben sie! Wir haben sie voll erwischt! Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Volltreffer! Was bist du da hinten? Okay. Er ging nicht durch. Schauen wir mal, was die anderen noch so machen. Wird auf jeden Fall schwer für uns. Wir sind ein weniger und die haben zwei schwere Panzer. Wir haben noch zwei mittlere und ein Jäger. Die haben zwei schwere, ein mittlerer, ein leichter. Okay, der leichte wird wahrscheinlich der leichteste sein. Okay, der schon auch. Gesessen. Oh, nur noch ein schwerer. Zwei gegen einen. Einer muss sich da auf jeden Fall reinstellen. Panzer. Kette weggeschossen. Und down ist er. Sieg! Sieg! Jawohl! Schauen wir mal, welchen Platz wir gemacht haben. Ich würde mal sagen, ich bin so im Mittelfeld, so vierter würde ich sagen. Ja, schon mal keine Medaille, also nicht unter die ersten drei.
Vierter. Also von meinem Team bin ich Vierter und insgesamt bin ich. Oh, der ist besser, der ist besser, der ist besser und der ist besser. Wäre ich Achter. Gut, dann schaue ich mal gleich einen neuen Panzer. Okay, dann schauen wir mal, welcher als nächstes dran ist. Wir haben gerade den Schweren gespielt. Ich würde sagen, wir spielen mal jetzt den Jäger. Ich habe heute noch keinen Jäger gespielt. Also ich habe ja vorhin für Samstag Video einen mittleren gespielt, einen schweren gespielt, jetzt wieder einen schweren. Jetzt spiele ich mal einen Jäger. Viel Spaß. Okay, und los geht es. Jäger. Ich bin ein sehr schlechter Jägerspieler. Heißt es Jägerspieler? Ich sage jetzt mal Jägerspieler, ne? Der Jäger hat eine schlechte Panzerung. Von vorne ist er eigentlich gut. Kriegt man sehr oft Abpraller. Aber man ist mit dem Rohr hier eingeschränkt. Man kann nicht ganz rumdrehen. Also nicht mit jedem. Es gibt manche Jäger, die können den Turm auch drehen. Aber ich spiele ja hier mit dem russischen Jäger. Und mit dem Su. Wie heißt denn der? Ich habe den Namen vergessen. Ich habe ihn nur das halbe Leben geschossen, also nicht sehr viel Schaden gemacht. Ich glaube, ich muss gleich nochmal mit den Jäger spielen. Oder wir gewinnen. Wenn wir gewinnen, dann spiele ich mit dem leichten Panzer, den ich auch noch nicht gemacht heute. Schuss! 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 Schieß! 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 Los! 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 Ah, endlich ist er kaputt! Einer noch! Ach! Das haben wir gewonnen! Das haben wir gewonnen! Schöne Runde, es war nicht von mir, aber von meinem Mitstreiter, Spieler. Von meinem Kameraden. Und da unten ist er. A20, du bist gleich tot. Das ist ein Leopard. Das ist eine Raubkatze. Ach, wo fährt der denn ganz lang, der Leopard? Gott, der nimmt die Flagge ein. Viel schneller. Genau. Oh, ich sehe kein Feuerwerk. Geht
Gut. Zweite Runde, zweiter Sieg. Dann kommt jetzt die dritte Runde und dritter Sieg. Bestimmt. Oh, ich war schlecht. Vorletzter Platz. Vorletzter. Ich denke, ich bin Vorletzter. Oh, ich habe freigeschaltet, den neuen Panzer. Oh, doch ein bisschen besser als ich dachte. Der war auch schlechter bis dahin. Nur zwei von Gegner waren besser als ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Besser wie vorher. Gut, dann bis gleich. Schauen wir mal, was für ein Panzer wir jetzt. Okay, gerade meine SU verkauft, denn ich konnte ja die nächste SU 85 kaufen. Jetzt habe ich meine SU 85B verkauft und jetzt die hier. Tier 5. Bin allerdings jetzt noch mit den leichten Fahrzeugen überlegen zu fahren. Das wäre dann der Steward, der leichte. Sonst habe ich auch gar keinen. Doch hier der noch. Aber das ist ein 5er. Ich probiere den leichten erst zu spielen. Mit der letzten Runde den Steward. M5A1 Steward. Viel Spaß. Okay, Doki, die Leute sind gleich schon da. Und wir spielen mit dem leichten Panzer. Also das heißt, ich muss scouten, den Gegner hinterfahren und von hinten ein bisschen Verwirrung stiften. Problem ist nur immer, fahre ich auch genau da lang, wo der Gegner lang fährt, oder bin ich allein? Wo sind wir hier? Ist das Deutschland? Okay, ich habe sie hinterfahren, sage ich jetzt mal. 50% der Strecke habe ich schon hinter mir. Das heißt, also ich habe sie schon mal ein bisschen abgelenkt, dadurch konnten sie vielleicht vorne ein bisschen was reißen, so wie es auch nicht aussieht. War es nur ein Opfern. Ich habe mich für euch geopfert. Ja, also würde ich mal sagen, ja, 2-2 steht's. Ist hier die Action. Und, ah, hier ist Action. Gut. Ein schwerer gegen einen mittleren Panzer. Ich glaube, der mittlere hat ein bisschen schlechte Datenform, da er auch von zwei Seiten beschossen wurde. Oh, das war schlecht. Jetzt ist er. Junge, du hast einen schweren Panzer, fahr vor!
Nee, der ist down. Fahr vor, los, go, go, go. Kann man denn das nicht sagen? Go, go. Warte mal, ich schreib mal rein. Go, go. Okay. Noch zwei Stück. Die sind beide da unten eingekesselt. Jawohl. Und der letzte. Ja, M4-Schlummer. Jawohl. Und wieder gewonnen. Nicht von mir gut gespielt. Aber ich denke mal, ich war der zweitschlechteste. Schauen wir mal, was das Ergebnis sagt. 187 Punkte, Schadenspunkte ist aber wenig, 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 wenig. Und? Letzter. Ich war der Letzte. Sogar der Allerschlechteste. Die waren auch alle stärker als ich. War ich schon mal der Schlechteste? Ich glaube schon, ich hatte glaube ich einmal auch mit den Leichten gespielt, bin losgefahren, war ungefähr bei der Mitte und dann war ich aber kaputt. Hab mich in der Hand abgeschossen mit einem Schuss. Keine Ahnung, was für einen Schuss der da hatte. Naja, egal. Das waren meine drei Siege für heute. Ich sage mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.